Globuli. Auf die homöopathischen Streukügelchen schwören Millionen von Menschen. Homöopathie ist hierzulande die beliebteste alternative Behandlungsmethode zur Schulmedizin. Bislang muss man sagen, wissen wir wissenschaftlich belegt, dass eine Wirkung von diesen homöopathischen Heilmitteln ausgeht. Das kann nicht wirken, da ist nichts drin, da kann nichts wirken. Homöopathen wissen das natürlich. Die alternative Therapieform ist hoch umstritten. Sicher ist nur, sie ist ein Riesengeschäft. 2011 wurden allein in Deutschland rund 400 Millionen Euro mit Homöopathika umgesetzt. Was ist Homöopathie? Eine zuverlässige Heilmethode oder Quacksalberei? Die Produktionsstätte der Firma Similasan in der Nähe von Zürich. Hier werden nach strengen, standardisierten Vorschriften homöopathische Präparate hergestellt. Ausgangsstoff können Mineralien, Metalle oder tierische Stoffe sein, wie zum Beispiel Honigbienen oder Hundemilch. Meist sind es zwar Pflanzen wie hier die Mistel oder Arnika, doch selbst Erdöl, Tuberkuloseerreger oder Gifte wie Arsen werden genutzt. Sie sind die Basis für die sogenannte Urtinktur. Der Begriff der Homöopathie stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt ähnliches Leiden. Grundprinzip der Homöopathie ist es, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen. Das heißt, der Ausgangsstoff soll an gesunden Menschen ähnliche Symptome hervorrufen können wie die, an denen der Kranke leidet. Carlo Odermatt ist Forschungsleiter bei Similasan. Er praktiziert die Homöopathie seit über 30 Jahren und ist von den Heilerfolgen fest überzeugt. Ich verstehe unter Heilung eben ein Gleichgewicht auf der körperlichen, seelischen und geistigen Ebene. Und wenn ich das hinkriege, dann kann ich sagen, habe ich recht. Um die Patienten mit den zum Teil giftigen Grundsubstanzen nicht zu gefährden, ist der nächste Schritt essentiell für die Lehre der Homöopathie. Die Potenzierung. Dabei wird die Substanz mit einem Alkohol-Wasser-Gemisch erst stark verdünnt und dann verschüttelt. Dieses Verschütteln geschieht von Hand, getreu den Vorschriften des Homöopathie-Erfinders Samuel Hahnemann. Das ist ein Hinweis von Hahnemann selber, der gesagt hat, man soll mindestens 10-mal auf eine federnde Unterlage, hat so ein Buch erwähnt, mit Ledereinband soll man das klopfen. Wir machen es hier bei uns 12-mal, dann haben wir sicher 10-mal geschüttelt, auch am Montag. Und das hat sich bewährt, die Heilmittel funktionieren und deshalb machen wir das auch weiterhin so. Dieses für Skeptiker bizarr wirkende Ritual ist für Homöopathen ein Schlüssel zur Heilung. Sie glauben, dass dadurch Energie übertragen wird. Wenn man schüttelt beim Verdünnen, bleibt die Wirkung erhalten. Das heißt, die Wirkung muss immateriell sein. Und ich rede gern von Informationen. Also wir übertragen offenbar eine Botschaft von der Pflanze, von dem Mineral, von diesem tierischen Heilmittel. Und diese Botschaft wird dann von dem Menschen, der sie braucht, auch verstanden. Und im Organismus werden die Selbstheilungskräfte in Gang gebracht, so dass man sich selber eigentlich heilt. Aber vorher hat offenbar der Organismus den Weg alleine nicht gefunden. Um flüssige homöopathische Arzneimittel wie Augentropfen in großen Mengen herzustellen, haben die Experten von Similasan eigens einen sogenannten Potenzierungswagen entwickelt. Mit dem fahren sie beherzt gegen die Wand. Die aus Zucker oder einem Zuckerersatz bestehenden Kügelchen werden zu wertvollen Globuli, in dem die stark verdünnte Urtinktur einfach aufgespritzt wird. Rund 100 Mitarbeiter bei Similasan produzieren so jedes Jahr etwa 10 Millionen Packungen von Globuli, Tropfen oder Salben, die von der Schweiz hinaus in die Welt gehen. London.
Hier in England hat die Homöopathie einen geradezu royalen Stellenwert. Die englische Königsfamilie lässt sich seit dem 19. Jahrhundert homöopathisch behandeln und auch heute noch schwört Prinz Charles auf die Therapie. Doch in England sitzt auch einer der schärfsten und profiliertesten Kritiker der Homöopathie. Der aus Deutschland stammende Mediziner Edzard Ernst sieht in der Homöopathie eine mitunter gefährliche Irrlehre. Da, wo kein Molekül ist, kann auch keine Wirkung sein. Und die Geschichte mit irgendwelchen dubiosen, mysteriösen Energien ist mehr als fragwürdig und nie ordentlich nachgewiesen. Ernst beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Thematik. Er hat selbst lange Zeit als Homöopath gearbeitet. Anfang der 90er Jahre wurde er zum weltweit ersten Professor für Komplementärmedizin an der Peninsula Medical School im südenglischen Exeter berufen. Also ich bin mit Homöopathie aufgewachsen. Für mich war das einfach Medizin. Es war keine alternative Medizin, sondern Medizin schlechthin. Dann nach dem Medizinstudium war meine erste Stelle in einem homöopathischen Krankenhaus in München. Da war ich sehr beeindruckt von dem, was Homöopathie kann. Ich habe versucht, Erklärungsmöglichkeiten zu finden, warum denn meine Patienten, die ich mit Homöopathika behandelt habe, so viel besser geworden sind. Und die Erklärungsmöglichkeiten liegen auf der Hand. Das sind Placebo-Effekte, das sind häufig Krankheiten, die von alleine besser werden, ob man sie behandelt oder nicht. Und mit dem homöopathischen Mittel hat das ganz sicher nichts zu tun. Warum kann man die Homöopathie nicht ausrotten? Also vor 200 Jahren hat man schon darüber diskutiert und man hat sie immer bekämpft. Warum muss man überhaupt etwas bekämpfen, was nicht funktioniert? Das wäre auch eine interessante Überlegung. Es gibt heute genügend Menschen auf dieser Welt, die an ihrem eigenen Leib erfahren haben, wie gut die Homöopathie funktioniert. Und das können sie nicht zerstören. Seit mehr als 200 Jahren werden Menschen homöopathisch behandelt. Mittlerweile überall auf der Welt. Ihren Ursprung hat die umstrittene Therapieform in Deutschland. Der aus Meißen stammende Arzt Samuel Hahnemann entwickelt Ende des 18. Jahrhunderts die Homöopathie. Damals gehören Aderlässe, Einläufe und Brechmittel zum Standardrepertoire der Mediziner. Hahnemann sucht nach sanfteren Heilmethoden. Er experimentiert, zunächst an sich selbst, dann auch an seinen Schülern. Schließlich meint er, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Extrem verdünnte Arzneien sollen helfen. Die Mittel, die er verabreicht, sind teilweise so stark verdünnt, dass nichts mehr von der Ausgangssubstanz enthalten ist. Hahnemann hat die Homöopathie vor 200 Jahren entwickelt, in Unkenntnis aller der vielen, vielen Dinge, die wir heute kennen. Man kann das als Reaktion darauf verstehen, dass die Medizin, die Schulmedizin, wie er sie nannte, seinerzeit eigentlich eine sehr gefährliche Medizin war. Da waren die Mittel häufig gefährlicher als die Krankheiten, die behandelt worden sind. Es ist vielleicht Hahnemanns Verdienst, dass er sich abgewendet hat von dieser Medizin, die die Leute einfach krank gemacht hat. Die Medizin hat sich in den letzten 200 Jahren ganz entscheidend entwickelt und wir haben heute eine Unzahl von Therapien, die tatsächlich helfen. Noch heute sind Homöopathen überzeugt, je extremer die Ausgangssubstanz verdünnt wird, desto stärker die Wirkung. So gibt es hohe Potenzen wie D23. 23 Mal ist der Wirkstoff im Verhältnis 1 zu 10 immer weiter verdünnt worden. Rein rechnerisch ist kein Wirkmolekül mehr vorhanden, denn die Verdünnung entspricht der eines Tropfens im Mittelmeer. Ein Verhältnis von 1 zu 100 Trilliarden. Die Hochpotenzen, die heißen so eigentlich, weil sie so hoch verdünnt sind, dass eben wirklich keine materiellen Substanzen mehr drin sind. Und die wendet man eigentlich eher an bei chronischen Krankheiten, bei tiefliegenden Beschwerden. Und man geht davon aus, dass die Hochpotenzen eben noch eine stärkere Wirkung entfalten als tiefe Potenzen. Das zeigt sich auch in der Anwendung, dass man sie weniger häufig einsetzen muss. Die D30-Potenz hat sogar ein Verhältnis von 1 zu einer Quintillion.
das entspricht einem Tropfen des Ausgangsstoffs, aufgelöst in dem 50-fachen Erdvolumen. Je weniger Wirkstoff, desto höher die Wirkung. Die Homöopathie sieht sich als sanfte Medizin, die keine hochkonzentrierten pharmakologischen Wirkstoffe nutzt. Dennoch, die Homöopathie ist kein Naturheilverfahren. Naturheilverfahren kann man definieren, indem man sagt, das sind Methoden, die die Kräfte der Natur zur Heilung von Kranken einsetzt. Und die Kräfte der Natur spielen in der Homöopathie keine Rolle. Reine Arzneipflanzen wie Kamille oder Johanniskraut beinhalten nachweisbar wirksame und natürliche Wirkstoffe. Wie Homöopathika wirken sollen, ist hingegen wissenschaftlich völlig unklar. Es gibt zwar Theorien, nach denen Wasser eine Art Gedächtnis hat und auch dann noch Informationen aussendet, wenn die Moleküle des Ausgangsstoffs nicht mehr nachweisbar sind. Doch selbst unter Homöopathiebefürwortern ist das umstritten. Ja, also eine außerordentlich schwierige Vorstellung. Wir wissen aus der Grundlagenforschung, also da gibt es wirklich genug Experimente, die zeigen, es gibt einen Unterschied zwischen dem potenzierten Arzneimittel und dem nur gelösten Arzneimittel. Das kann man zeigen. Ja, das heißt, die Potenzierung macht irgendetwas. Aber was sie macht, das kann man nicht sagen. Wenn ich zu Hause Geschirr abgewaschen habe, dann ist das Wasser auch anders, chemisch, physikalisch, energetisch anders als Leitungswasser. Das bedeutet aber lange noch nicht, dass mein Spülwasser Heilungskräfte hat. Also da fehlen riesen Gedankensprünge, die selbst die enthusiastischen Homöopathen nicht erklären können. In England nutzen Homöopathiekritiker drastische Methoden, um die Unwirksamkeit von Homöopathie zu demonstrieren. Im Rahmen der weltweiten Kampagne 1023, das entspricht in Deutschland der Hochpotenz D23, schluckten Skeptiker massive Überdosen von Homöopathika. Und es passierte nichts. Keine Wirkung, nicht einmal eine Nebenwirkung stellte sich ein. 3, 2, 1. Homöopathiebefürworter erklären dies mit der unsachgemäßen Einnahme der Mittel bei dieser Aktion und verweisen immer wieder auf die eigenen Erfolge. Keine Nebenwirkungen, geheilte Patienten. Also alles kein Problem? In Köln beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen sieht man das anders. Das entscheidende Problem ist aber, dass Menschen sich auf sogenannte Arzneimittel verlassen, die ihnen in wirklich kritischen Situationen sicher nicht helfen werden. Das heißt, wenn sie die in Problemen, weiß ich, die jeder mal erlebt nehmen und es wird dann besser, dann haben sie nicht viel verpasst. Aber wenn Sie dann meinen, dieses Gleiche bei einem Herzinfarkt oder bei anderen ernsten Situationen einnehmen zu sollen, dann lassen Sie unter Umständen sehr relevante, nutzbringende Maßnahmen außer Acht. Und es gibt eine Reihe von Beispielen, die bis zu Gerichtsverfahren, bis zur Verurteilung der Behandler geführt haben, wo etwa Behandler bei ernsten Erkrankungen, Malaria gibt so einen typischen Fall, aber auch andere Infektionskrankheiten, meinten, die mit Homöopathika therapieren zu können und die Patienten gestorben sind. Immer wieder wird von Fällen berichtet, bei denen Patienten ausschließlich auf die Homöopathie vertrauen. Einige Behandler setzen dieser Therapieform keine Grenzen. Sie verabreichen selbst bei ernsthaften Krankheiten und Kriegsverletzungen in Afrika Globuli. Ein Projekt propagiert sogar die Behandlung von HIV-Patienten mit Homöopathie. Speziell bei solchen Projekten wie das HIV-Projekt in Afrika muss ich mit meinen Worten sehr, sehr vorsichtig sein, um meiner Meinung da Ausdruck zu verleihen. Ich finde das, um es zurückhaltend zu sagen, völlig indiskutabel. Auch Patienten, denen die Schulmedizin nicht mehr helfen kann, hoffen auf Globuli und Hochpotenzen.
Also wenn das wirklich verantwortungsbewusst gemacht wird, ist es eine unglaubliche Hilfe. Auch da gilt natürlich, dass wir Krebspatienten im Endstadium oft nicht mehr im Leben behalten können. Aber wir können sie begleiten, wir können die Lebensqualität in der letzten Zeit diese Menschen erheblich verbessern. Wir können oft auch mit Nebenwirkungen von Chemotherapie oder Strahlenbehandlung wirklich wunderbar lindern und es geht den Menschen einfach besser. Kritiker befürchten, dass die Homöopathie den Blick der Menschen auf effiziente, konventionelle Therapien verdecken kann. Spätestens dann wird Homöopathie gefährlich. Familie Stratmann aus der Nähe von Remscheid glaubt, wie Millionen andere Menschen, fest daran, dass die Mittel helfen. Ich mache drei Kügelchen auf die Zunge. Du lutschst die. Bei verstopfter Nase oder Kopfschmerzen verabreicht Claudia Stratmann sich und ihren Kindern seit einigen Jahren zuallererst die nicht ganz billigen homöopathischen Streukügelchen. Etwa 8 Euro kostet ein Fläschchen mit 10 Gramm Globuli. Es ist einfach ein gutes Gefühl, etwas zu geben, wo es keine Nebenwirkungen gibt, wo es auch nicht schlimm ist, wenn man mal zum falschen Mittel greift. Es ist, und wenn der Erfolg sich einstellt, dann ist es wunderbar. Durch eine Erkrankung ihrer Tochter fand Claudia Stratmann vor vielen Jahren den Weg zur Homöopathie. Da war sie 9 Monate und sie hatte schon zweimal eine relativ starke Mittelohrentzündung, die jedes Mal auch mit einem Antibiotikum behandelt werden musste vom Kinderarzt aus. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, das kann es nicht sein. Und dann hat mir im Bekanntenkreis jemand einen Tipp gegeben, da ist eine gute Homöopathin, versucht das doch mal. Und dann haben wir das gemacht und es waren so durchschlagende Erfolge, dass ich gesagt habe, ja, das ist es. Cornelia Bajic ist Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte. Am Anfang jeder Behandlung steht eine besonders umfangreiche Anamnese. Die Homöopathin befragt die Patienten intensiv nach all ihren Beschwerden, eine Stunde lang. Ist sonst irgendwas aufgefallen? Du willst das mal selber schildern, mit den Bauchschmerzen, wie das ist? Ja, die tun halt weh und mir ist dann halt auch öfter übel. Wann fängt das an? Morgens direkt nach dem Aufstehen? Mhm. Zeig mal drauf. Cornelia Bajic ist eine von rund 7000 Ärzten in Deutschland mit homöopathischer Zusatzausbildung. Mhm. Bajic verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, will den Patienten mit sämtlichen Leiden betrachten. Erst dann verschreibt sie ein Mittel. Okay, höre ich mal eben. Nach den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen sagt man, pharmakologisch wirkt da nichts. Weil pharmakologisch ist da ja gar nichts drin. Da kann auch nichts wirken. Und da ich aber nun die Erfahrung habe und sehe, dass es wirkt und auch in Studien nachgewiesen wurde, dass es wirkt, denke ich, ist da wiederum die Forschung und dann diesmal die Grundlagenforschung gefragt, zu gucken, was wirkt denn da jetzt? Was ist das, was da funktioniert? Denn dass es funktioniert, das ist für mich jetzt unstrittig. Ich sage aber nicht, dass es chemisch ist. Um zu sagen, ob etwas hilft, brauchen Sie nicht eine Anekdote, sondern eine klinische Studie. Im Grunde ist das so eine Art Mini-Pseudo-Psychotherapie, was da abläuft. Dass sich die Patienten besser fühlen, liegt also an der intensiven Zuwendung des Arztes, so die Kritiker. Kosten für die Therapiestunde bis zu 180 Euro. Was sich jetzt aktuell dann getan hat. Ja? So, passt. Wenn ich homöopathisch nicht zurande komme, dann verschreibe ich auch ein Antibiotikum. Es geht am Ende darum, das Beste für den Patienten zu tun und nicht irgendwelche Patienten auf dem Altar von irgendwas zu opfern. Ja? Fest steht, Homöopathen haben in der Regel eine sehr gute Beziehung zu ihren Patienten. Doch reicht das, um eine wissenschaftlich anerkannte Heilmethode für Millionen von Menschen zu sein? Mitten im Ruhrgebiet in Essen hat die Veronika und Karl Carstens Stiftung ihren Sitz. Die von dem ehemaligen Bundespräsidenten und seiner Frau ins Leben gerufene Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, durch Wissenschaft und Forschung die Homöopathie in die Medizin zu integrieren. Deshalb wird hier eine große Datenbank aufgebaut, die sämtliche Studien zur Homöopathie erfassen soll. Ach, gut. Und das sind jetzt die Henning Albrecht ist der Geschäftsführer. Ja, ja.
Er und seine Kollegen werten Studien aus der Grundlagenforschung, der Tiermedizin und der klinischen Forschung an Menschen aus. Aber hier steht bei preliminary. Ob homöopathische Arzneimittel spezifisch wirken, ist nach wie vor unklar. Sind die Leute denn daran beteiligt gewesen? Weißt du das? Nee, lass mich mal gucken. Bei den klinischen Studien sieht es anders aus. Da gibt es einzelne sehr, sehr gute Studien, die auch mit einer sehr guten Methodik gemacht worden sind. Das sind aber einzelne Studien. Sodass die Gesamtlage in der klinischen Forschung, würde ich sagen, ist eher positiv. Kritiker sehen das anders, weil die ganz andere Maßstäbe anlegen, wo zum Beispiel eine Studie, eine Untersuchung nur dann als positiv gewertet wird, wenn sie unabhängig wiederholt worden ist. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass es in der Wissenschaft ein Prinzip gibt, dass ohne dem wir keinen Fortschritt haben können. Und das ist das der unabhängigen Überprüfung. Deshalb versuchen Forscher immer wieder aufs Neue, die Wirksamkeit der Homöopathie wissenschaftlich zu beweisen. Edzard Ernst hat selbst an seinem Lehrstuhl für Komplementärmedizin Studien durchgeführt und insgesamt rund 200 Arbeiten ausgewertet. Sein Ergebnis? Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg für die Wirksamkeit. In England tobt schon lange ein Kampf gegen die Homöopathie, angeführt von Professor Ernst aus Exeter, der sich das offensichtlich zum Ziel gesetzt hat und der auch sehr, sehr viel erreicht hat in Großbritannien an Schädigung von der Homöopathie. Homöopathen haben ein sehr gestörtes Verhältnis mit mir. Und zwar vielleicht deswegen, weil Kritik natürlich in den letzten 200 Jahren zuhauf geäußert worden ist gegenüber der Homöopathie. Aber diese Kritik kam fast immer von außerhalb der Homöopathie. Und jetzt stehe ich hier und kritisiere die Homöopathie, habe mehr Forschung gemacht als die meisten Homöopathen auf diesem Gebiet, habe selbst als Homöopath einmal gearbeitet, verstehe, wie Homöopathen denken, etc., etc. Und das tut denen natürlich weh. Es interessiert die Menschen nicht, ob es dazu einen Wirksamkeitsnachweis gibt. Was für den Kranken zählt, ist, ob ihm geholfen wird. Ja, wie er sich dann fühlt, das ist entscheidend. Und Henning Albrecht hat auch seine Zweifel, dass die Homöopathieforschung jemals zu einem Ergebnis führt, das von der konventionellen Wissenschaft anerkannt wird. Wenn aber die spezifische Wirksamkeit der Homöopathie fehlt, wieso glauben dann so viele Menschen, dass ihnen die Therapie hilft? Immerhin hat jeder zweite Deutsche schon mal homöopathische Mittel eingenommen. Beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln ist man sich sicher, dass der Placebo-Effekt ein wichtiger Faktor ist. Als Institutsleiter ist Jürgen Windeler der oberste Arzneimittelprüfer in Deutschland und er ist selbst Mediziner. Er weiß, wie wichtig psychologische Faktoren für eine aussichtsreiche Therapie sind. Wenn ein Arzt eine Pille verschreibt, also Pille heißt jetzt ein Medikament verschreibt, dann wirken ja mit diesem Medikament eine ganze Reihe von weiterer Faktoren. Da wirkt die Autorität des Arztes, da wirkt die Angehörigen, die gesagt haben, das ist gut. Da wirkt die Farbe der Pille, da wirken alle möglichen Dinge, die mit dem eigentlichen Arzneistoff gar nichts zu tun haben. Alles dieses bezeichnet man als Placebo-Effekt. Und man kann es vielleicht besser so als Effekt der Umgebung, der Rahmenbedingungen, des Kontextes, wie man auch sagt, beschreiben. Dieser Effekt des Kontextes spielt in der Medizin wie im täglichen Leben eine ganz große Rolle. Homöopathie-Befürworter sind überzeugt, dass ihre Heilung aber nicht allein auf dem Placebo-Effekt beruht. Schließlich wirken Homöopathika auch bei Säuglingen und Tieren. Da könne ein Placebo-Effekt ja gar nicht greifen. Wenn ich Placebo als Kontexteffekte beschreibe, dann gehören etwa bei kleinen Kindern oder bei Tieren natürlich zu dem Kontext sehr viele Dinge. Unter anderem, nur als ein Beispiel, die Halter, die bestimmte Botschaften, bestimmte Haltungen, bestimmte Gesichtsausdrücke, bestimmte Erwartungen an die Kinder transportieren. Ganz unabhängig davon, dass einem Tierärzte erzählen würden, wie suggestiv, wie placeboempfänglich Tiere sind. Kinder sowieso, kann ich auch dazu sagen.
Also das Argument, dass Placebo-Effekte, die auch häufig ohne Worte nonverbal transportiert werden, jetzt bei Tieren nicht wirken können, ist schlichter Unsinn. Und bei Kindern nicht wirken können, ist nach aller Lebenserfahrung genauso Unsinn. Homöopathie ist ganz gewiss mehr als Placebo. Das kann man heute wirklich belegen. Das will man aber meiner Meinung nach nicht sehen. Solche Studien werden gern ignoriert. Sie werden auch viel mehr zerzaust als die Studien aus der Schulmedizin. Weil was wir machen, das wird ganz genau beobachtet. Und es gibt halt einfach, wenn man etwas nicht erklären kann, das darf gar nicht sein. Um die Wirksamkeit eines Mittels zu prüfen, wird es in Studien getestet. Doch nicht jede Studie hat dieselbe Qualität und Aussagekraft. Jürgen Windeler und seine Kollegen demonstrieren in einem anschaulichen Versuch die wichtigsten Kriterien, die eine gute wissenschaftliche Studie erfüllen soll. Sie wollen überprüfen, ob ein Löffel in einer angebrochenen Sektflasche gesteckt den Sekt länger frisch hält. Dafür werden zwei Flaschen zunächst zur Hälfte geleert. In eine wird ein Löffel gesteckt, die zwei offenen, halbleeren Flaschen werden über Nacht in einen Kühlschrank gestellt. Eine mit Löffel, eine ohne. Um die Perlqualität zu überprüfen, werden die beiden Flaschen am folgenden Tag mit frischem Sekt verglichen. Wichtig bei einer Studie ist also die Vergleichbarkeit. Weiteres essentielles Kriterium: Die Person, die den Versuch durchführt, darf ebenso wenig wissen, in welcher Flasche der Löffel steckte, wie die Probanden. Forscher sprechen hierbei von Verblindung. Das kann man unmittelbar auf eine Patientensituation übertragen, wo es eben eine Maßnahme gibt, ein Arzneimittel oder eine Massage, was immer Sie da nehmen wollen, der dazu dient, Patienten etwas Gutes zu tun, hier den Perlfaktor zu stabilisieren. Ebenfalls wichtig, die Probanden sollten per Zufallsprinzip in ausreichend großen Gruppen zusammengestellt werden. Und es darf keine Beeinflussung der Testpersonen geben. Das geht nur, wenn alle Beteiligten verblindet sind, also niemand weiß, in welcher Flasche der Löffel steckte. Übertragen auf die Medizin, niemand darf wissen, wo das zu testende Medikament drinsteckt. So erhält man am Ende nachprüfbare Ergebnisse. Und wenn man ein Ergebnis hat, das feststellt, ob man den Löffel nimmt oder ob man ihn nicht nimmt, jetzt kommt das Gleiche raus, würde man auf die Medizin übertragen sagen, ein Arzneimittel, was genauso den gleichen Effekt hat, ob man es gibt oder ob man es nicht gibt, sollte eigentlich für Patienten nicht eingesetzt werden, sollte eigentlich nicht auf dem Markt sein, weil man kommt auch gut ohne aus. Das wäre die Analogie, die man dort herstellen könnte. Der Löffeltest hat eindeutige Ergebnisse geliefert. Der Löffel in der Flasche beeinflusst die Perlfähigkeit des Sekts in keiner Weise. Rund 200 klinische Studien wurden mittlerweile weltweit zur Homöopathie durchgeführt. Einige von ihnen bezeugen eine Wirksamkeit der Homöopathie und werden dabei den höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht. Wie beispielsweise eine Studie aus dem European Journal of Pediatrics aus dem Jahre 2005. Diese Untersuchung belegt die Wirksamkeit homöopathischer Mittel bei Kindern mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, kurz ADS. Das war eben die spezifische Frage. Gibt es eben eine Wirkung des homöopathischen Mittels über Placebo hinaus? Und die ist in dieser Studie positiv beantwortet worden. Ja, das gibt es. Und davon bräuchte man einfach mehr. Edzard Ernst weist aber auf ein grundlegendes Problem der positiven Homöopathie-Studien hin. Diese gut gemachte Studie oder auch andere gut gemachte Studien zur Homöopathie haben alles eines gemeinsam. Sie sind nicht von einer unabhängigen Arbeitsgruppe überprüft worden mit einem Ergebnis, das originale Ergebnis bestätigt. Freiburg. Hier ist der deutsche Sitz des Cochrane-Zentrums.
Das internationale Forschungsnetzwerk gilt als höchste Instanz der evidenzbasierten Medizin. Therapien also, die auf wissenschaftlichen Belegen und Beweisen basieren. Im Cochrane-Zentrum werden weltweit durchgeführte Studien bewertet und für weiterführende Forschung zur Verfügung gestellt. Die generelle Haltung: Echte Wissenschaft bedeutet nicht, die eigenen Positionen zu belegen, sondern auch die Gegenpositionen ernsthaft zu prüfen. Gerd Antes ist Direktor des deutschen Cochrane-Zentrums. Er kennt die vielen Schwierigkeiten, die es bei der Bewertung von Studien und Therapien gibt. Es gibt ein ganz großes Problem im Studiengeschäft, das sind Interessenkonflikte. Also ich würde jetzt auch immer drauf schauen, hat es eine unabhängige Gruppe gemacht oder kommt es zum Beispiel, wie es auch im Pharmabereich immer zu Recht kritisiert wird, von der einen Firma, die ein Rieseninteresse daran hat, das Präparat auf den Markt zu bringen, dann sind einfach die Konflikte vorgezeichnet. Und das spielt speziell in der Homöopathie auch eine große Rolle. Da sehen Sie halt, dass dann die Einheiten, die es gemacht haben, entweder direkt aus dem Bereich der Homöopathie kamen oder eng damit verbandelt waren. In der Wissenschaftswelt hat besonders eine Studie in den vergangenen Jahren für reichlich Diskussionen gesorgt. Es war eine sogenannte Meta-Analyse, bei der zahlreiche Studien, in denen homöopathische Mittel getestet wurden, mit der gleichen Zahl von Schulmedizinstudien verglichen wurden. Diese Meta-Analyse erschien 2005 in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet und kam zu einem eindeutigen Ergebnis. Die klinische Wirksamkeit der Homöopathie beruht auf Placebo-Effekten. Das war eine Übersichtsarbeit, die sich viele Studien angesehen hat. Diese Studie würde ich von der Qualität her als hoch bewerten. Da ist alles das gemacht worden, was man heute unter standardisierten Bedingungen macht. Also die Aussage, die da getroffen wurde, ja, ganz schlicht, Homöopathie ist gleich Placebo. Die kann man so nicht treffen, auf keinen Fall. Wir haben selber Berechnungen gemacht und festgestellt, wenn man nur eine einzige Studie noch hinzunähme, wäre das Ergebnis positiv. Ja, das war also weit übers Ziel hinausgeschossen. Die perfekte Studie oder die perfekte Meta-Analyse wird es nie geben, weil Perfektion nicht erreichbar ist in der Wissenschaft. Mit einem gewissen Recht ist diese Studie oder diese Meta-Analyse dann auch kritisiert worden. Für mich ist diese Kritik nicht unbedingt valide. Ich denke, das Ergebnis dieser Meta-Analyse ist richtig. Vor allen Dingen deswegen, weil sie nicht allein steht. Fakt ist, ein Großteil der bisherigen wissenschaftlichen Studien kann keinen spezifischen Effekt der Homöopathie nachweisen. Erstens mal glaube ich, dass wir, wenn man die denn gelten lassen will, genug Evidenz haben, genug Daten haben, genug Studien haben, die zeigen, da ist nichts dran. Und das Zweite ist, dass man sich schon die Frage stellen kann, ob man weiterhin seine Forschungstätigkeit damit verbringen will, ich sage ausdrücklich damit verschwenden will, nun immer noch wieder zu untersuchen, ob nichts was anderes ist als nichts. Ob wirksam oder nicht, sicher ist, dass die Produzenten von homöopathischen Mitteln mittlerweile Millionenumsätze erzielen. Für die Hersteller muss es ein sehr, sehr gutes Geschäft sein, wenn sie überlegen, wie viel Kosten investiert werden müssen, um ein Medikament auf den Markt zu bringen. Das sind Millionen, Milliarden heutzutage. Und Homöopathika werden einfach aufgeschüttelt, verdünnt und aufgeschüttelt und auf den Markt gebracht. Das kostet nichts und wird teuer verkauft. Führender Hersteller in Deutschland ist die DHU, die Deutsche Homöopathie-Union in Karlsruhe. Rund 400 Mitarbeiter erwirtschaften hier jährlich einen Umsatz von etwa 100 Millionen Euro. Dreharbeiten bei der DHU wurden uns nicht erlaubt. Die Homöopathieindustrie wächst und lernt offenbar von den Methoden der konventionellen Pharmaindustrie, etwa in der Lobbyarbeit. So finanzierten führende Hersteller die Internetseite Chem Media Watch, eine Seite, die Homöopathiekritiker mitunter heftig angreift.
Und der Europäische Homöopathieverband eChamp brüstet sich mit den guten politischen Zugängen auf europäischer Ebene. Düsseldorf, die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Cornelia Bajic ist auf dem Weg ins Gesundheitsministerium. Als Vorsitzende des Verbandes der homöopathischen Ärzte in Deutschland macht sie auch Lobbyarbeit. Heute trifft sie die Gesundheitsministerin Barbara Steffens und wirbt für die Belange der Homöopathie. Wir möchten natürlich auch eine stärkere Repräsentanz der Homöopathie im Gesundheitssystem erreichen, ganz klar, weil wir sind davon felsenfest überzeugt, dass die Homöopathie da sehr viel leisten kann, zu aller Vorteil. Also die Zahlen, die sind ja so, dass eher 60%. Bei Ministerin Barbara Steffens trifft sie auf offene Ohren. Und das merkt man so, dass es da so einen Aufbruch gibt. Und es gibt auch in anderen klassischen Schulmedizin. Die Ministerin ist der alternativen Therapieform gegenüber aufgeschlossen. Also erstens, ich bin überzeugt davon, dass es wirkt. Ja, und dass es individuell in vielen Fällen einfach das beste Mittel ist oder der beste Weg ist, um die Selbstheilung der Menschen zu aktivieren. Das Zweite ist einfach, dass ich es anmaßend finde, wenn irgendwer meint, dass man naturwissenschaftlich den Menschen Krankheitsprozesse und Genesungsprozesse mal ebenso einfach erklären könnte. Fakt ist, die Homöopathie ist beliebt. Jeder Vierte ist überzeugter Anwender. Auch deshalb bieten mittlerweile viele Krankenkassen, auch gesetzliche, Kostenübernahmen bei homöopathischen Behandlungen an. Das ist nicht sinnvoll. Das hat auch mit medizinischer Versorgung und angemessener medizinischer Versorgung nichts zu tun. Krankenkassen sind Unternehmen. Krankenkassen stehen im Wettbewerb. Krankenkassen müssen sich wie alle Unternehmen ein Stück weit nach ihren Kunden richten und danach, was ihre Kunden gerne haben möchten. Und wenn dann Kunden, das heißt Versicherte oder auch potenzielle Patienten, den Eindruck erwecken oder den Wunsch äußern, in größerem Stil Homöopathika oder andere sogenannte alternativmedizinische Maßnahmen nutzen zu wollen, dann werden sich Krankenkassen darauf einstellen, das anzubieten. Genauso wie Ärzte sich darauf einstellen, das anzubieten. Die Popularität der Homöopathie und der Komplementärmedizin im Allgemeinen deutet ja darauf hin, dass Patienten etwas suchen, was der konventionellen Medizin fehlt. Die menschliche Zuwendung viel zu häufig, verallgemeinern kann man das natürlich nicht, aber häufig fehlt das. Und da fehlt die Zeit, das Verständnis und das können Komplementärmediziner sehr, sehr gut. Die Zweifel an der Wirksamkeit der homöopathischen Mittel bleiben. Gerd Antes vom Cochrane-Zentrum vermengt stark verdünnte hohe Potenzen von Arnika, Honigbiene und Schwefel. Wenn ich jetzt sowas habe wie hier, würde ich ja normalerweise erwarten, dass ich das dem Chemiker geben kann zur Analyse. Da würde man mir dann die drei verschiedenen Präparate wieder auseinander dividieren können. Und wenn ich es richtig verstehe, ist das hier unmöglich. Wir wollen es genau wissen und lassen ein homöopathisches Mittel in unterschiedlichen Potenzen analysieren. Im Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz in Mainz sollen China-Rinde Globuli in den niedrigen Potenzen, also wenig verdünnt, von D2 bis D6 untersucht werden. Hierfür wird zunächst exakt 1 Gramm der jeweiligen Potenz abgewogen und mit einem Lösungsmittel extrahiert. Mit Hilfe der Flüssigkeitschromatographie wird das aufbereitete Mittel dann in seine Bestandteile zerlegt. Steffen Jäger und seine Kollegin bei der Auswertung der D2-Potenz. Der Wirkstoff ist 2-mal im Verhältnis 1:10 verdünnt worden. Die einzelnen Bestandteile und ihre Konzentrationen lassen sich hier noch gut erkennen. Die Saccharose und hier die Alkaloide. Können Sie mal bitte zoomen? Wir haben hier also den Peak des Chinin, hier das entsprechende UV-Spektrum, hier noch andere Alkaloide, also bei D2 noch deutlich nachweisbar. Mhm.
Das heißt, die Retentionszeiten stimmen überein, die UV-Spektren stimmen auch überein, also Chinin eindeutig nachweisbar. Prima. Mhm. Als nächstes wandert die aufbereitete China-Rinde in der D6-Potenz über die Trennsäule. Wieder wird als erstes der Zuckergrundstoff, die Saccharose, abgetrennt. Danach stößt das Verfahren selbst bei dieser niedrigen Potenz an seine Grenzen. Für die Größe, hier die Saccharose und dann sind im Prinzip keine Alkaloide mehr erkennbar. Tun Sie mal so ein bisschen zoomen. Das heißt im Prinzip mehr oder weniger eine glatte Basislinie. Das heißt, bei D6 ist also mit unserem Verfahren derzeit nichts nachweisbar an Chinin und verwandten Alkaloiden. Mhm. Sehr schön. Hm? Saccharose und dann nichts mehr. Hm? Also wir können nur nachweisen, welcher Stoff drin ist in welcher Menge. Beispielsweise, ob das Produkt in 10er Schritten potenziert wurde oder in 100er oder 1000er Schritten, das ist analytisch nicht nachweisbar. Genauso wenig ist nachvollziehbar, ob jetzt 10-mal geschüttelt wurde oder überhaupt nicht geschüttelt wurde. Das heißt, das sind alles Dinge, die können Sie analytisch nicht erfassen. Für Kritiker ein weiterer Beleg dafür, dass die Homöopathie eine reine Glaubensmedizin ist. Ich glaube, dass man den Menschen, die meinen, Homöopathika nehmen zu sollen, und das würde ich auch niemandem verbieten wollen, die müssen nur genau wissen, was sie tun. Die müssen wissen, was ist Homöopathie, da ist nichts drin. Und sie müssen, glaube ich, wissen, dass das, was sie da tun, mit ihren sonstigen Alltagserfahrungen, mit ihren sonstigen Alterserleben, alles das, worauf sie sich sonst verlassen, im Widerspruch steht. Wenn sie das dann wissen und zerdrückte Biene und andere Dinge zu sich nehmen wollen, dann kann ich sie nicht davon abhalten. Wer glauben will, soll glauben. Ich halte ja auch niemanden davon ab, in die Kirche zu gehen. Weiterhin stehen sich Kritiker und Befürworter der Homöopathie unversöhnlich gegenüber. Zu groß sind die Unterschiede in ihren Denkwelten. Jeder, der das erlebt hat, für den ist dann diese nächste Frage nach Wissenschaftlichkeit einfach vollkommen zweitrangig, weil er weiß, was er da erlebt hat und das zählt. Weil man möchte ja dann als Patient letztendlich eigentlich gesund werden. Das ist ja das Ziel. Heute suchen Millionen von Menschen weltweit ihr Heil in der Homöopathie. Vor allem in Europa. Für sie ist die Therapieform eine Alternative zur konventionellen Medizin, die allzu oft den Patienten aus dem Blick verliert. Aber alle im Gesundheitswesen sollten die Patienten ernst nehmen und ihnen gegenüber achtsam sein. Ganz grundsätzlich und unabhängig von Globuli und Hochpotenzen. Wenn wir ein wirklich effektives Mittel, darunter verstehe ich ein Mittel, was über Placebo hinaus wirksam ist, dem Patienten verabreichen und wenn wir das mit Empathie, Zeit und Verständnis tun, dann vermitteln wir dem Patienten sowohl einen Placebo-Effekt wie einen spezifischen Effekt. Das heißt, wenn wir nur ein Placebo verabreichen, also nur ein homöopathisches Mittel beispielsweise, dann betrügen wir den Patienten um etwas, was ihm eigentlich gehören sollte, nämlich dem spezifischen Effekt einer Therapie.